Ich sehe hier auf jeden Fall keine Zombies. Also so, keine Ahnung. Ich würde hier tatsächlich jetzt einfach hier so in den Tümpel reinspringen. Was meint ihr? Ich nehme mal ein bisschen Anlauf. Okay, alles klar, alles klar. Das sieht sehr gut aus. Ich dachte, er macht noch irgendwie so einen Kopfsprung oder sowas. Sehr gut, sehr gut. Einfach springen, einfach springen. Aber man muss auch mal was riskieren, ne? Das sieht schön aus hier. Also wir können tauchen. Okay, alles klar. Weiß nicht, ob wir hier irgendwas ernten können. Wahrscheinlich erstmal nicht. Okay. Hier haben wir... Oh Gott, Alter. Oh, das war nur ein Vorhang. Ich dachte, da kommt schon irgendwas hier. Unser erster Zombie. Wollen wir mal gucken, was die Uncut-Version kann. Gehen wir mal rein. Kann man sich da ranschleichen vielleicht? Macht das Sinn? Zu schleichen und den dann von hinten so wegzunocken? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Weißer. Weißer heißen die auch wie in The Walking Dead? Okay, ich gehe mal rein. Ich versuch's mal. Stufe 1 Beißer. Oh shit. Irgendwer hat es gehört. Das ist gar nicht gut. Okay, ist nur ein bisschen Blut gespritzt. Alles gut. Ah, guck mal, die können wir auch durchsuchen. Alles klar, wir haben ein paar Teile gefunden. Ich glaube, wir sind insgesamt ein bisschen zu laut, ne? Da ist schon wieder einer. Einfach draufknüppeln hier die ganze Zeit. Ich glaube, der ist tot, oder? Ich glaube, der ist tot. Der hatte nichts dabei. Ja, ist schon cool, ne? Habe ich eine Karte? Eine Map habe ich immer noch nicht. Hallo Eric, moin, grüß dich. Guck dir an, wie geil das aussieht. Ich bin richtig hyped, aber das ist ja bei mir auch nicht schwer, weißt du? Ich gehe hier mal rein. So, wir haben keine Taschenlampe oder so. Ich werde auch schon mal hier, ich habe die Blockhaltung eingenommen. Ich weiß ja nicht, dass mich hier irgendwas anspringt gleich. Das kann alles sein am frühen Morgen. So, hier haben wir was. Teile. Ohne Ende Teile. Also Loot gibt es auf jeden Fall genug. Ich weiß auch nicht, ob wir irgendwie eine Gewichtsgrenze haben im Inventar. Das könnte natürlich auch sein. Die Tür ist zu. Wir gehen... Ah, okay, alles klar. Haben wir alles durchsucht. Hier liegt noch Honig rum. Also man muss echt ganz genau gucken. Ohne diesen Überlebensmodus. Alter, Alkohol. Richtig nice. Ohne diesen Überlebens... Ohne diese Überlebensansicht... Hätten wir es, glaube ich, völlig verkackt schon. Wir hätten, glaube ich, alles liegen lassen. Warte mal, hier kann ich doch bestimmt. Hallo, kann ich nicht hoch? Hier kann ich nicht hoch. Amadox, einen wunderschönen guten Morgen. Okay, da kann ich nicht hoch. Dann lass weiterlaufen, Leute. Das Haus haben wir gelootet. Obwohl, vorne am Steg ist vielleicht noch was. Hier ist noch ein bisschen Harz. Ich weiß vor allen Dingen gar nicht, wie man sprintet, ne? Hier liegt auch noch was drin. Sag mal, habe ich so viel übersehen? Harz aber herzlich. Ja, Boot können wir wahrscheinlich nicht einsteigen. Ich weiß es nicht. Okay, das soll es gewesen sein. Ich bin im Lurk. Alles klar, Micha. Schön, dass du da warst, mein Lieber. Und danke für deinen Lurk-Support. Lass mal hier hoch. Ah, was ist das denn? Das ist so eine Waffe oder was? Okay, wir haben hier einen Klempnerhammer. Ist 15 Punkte schwächer als das, was wir jetzt hier haben. Aber können wir es einfach mitnehmen? Ins Inventar stecken. Weißt du, für schlechte Zeiten, für später. Okay. Da können wir hochklettern. Alte Autobahn. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hier sind viele Koffer. Wenn das so ist wie bei The Forest, könnte man die vielleicht auch noch looten. So, der war leer leider. Versuch mal, da hochzuspringen. Wir sollten da irgendwie hoch. Einfach, um so ein bisschen die Aussicht auch zu genießen, weißt du? Komm, spring, mein kleiner Elfe. Er möchte nicht. Ich komme doch da bestimmt irgendwie hoch. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich würde schon gerne einmal da hochklettern, ehrlich gesagt. Alles nicht so einfach. Funktioniert nicht. Okay. Muss ich erstmal ein bisschen vertraut damit machen. Ja, die kleine Elfe. Eher eine Pummelfee. Ja, das ist ja gut. Da hast du natürlich recht.
So, hier kommen wir hoch. Polizeiauto. Digga, was meinst du, wenn wir jetzt schon eine Waffe finden? Das wäre so gut, einfach nur. Weiß nicht, ob wir hier schleichen sollten, ne? Aber ich glaube, wir sind eigentlich auch übermächtig stark. Wir können ja, glaube ich, richtig Rambazamba machen. So, hier ist der Tunnel. Ach du Scheiße, guck mal, wie viele da sind. 1, 2, 3, 4, 5. Das sollten wir eventuell umgehen, oder Leute? Was meint ihr? Ich weiß nicht, ob wir da einfach so durch sollten. Die wackeln auch alle noch. Sneaken. Soll ich da durchsneaken oder was? Gehen Sie nicht zu nah an die Beißer heran, sonst wachen sie auf. Ja, ist schon klar. Alter, hier unten sind auch ganz viele, ne? Kommen wir denn da jetzt dran vorbei, um Gottes Willen? Da, weißt du, was das richtig fiese ist hier? Ich kann noch nicht mal speichern. Ich habe ja noch nicht mal irgendwie einen Speicherknopf oder so. Richtig am Arsch. Meine Güte. Außenrum eventuell? Meinst du, außenrum packt er besser? Okay, wir sneaken. Wir versuchen es einfach. Ganz langsam und vorsichtig, Freunde. Speicherknopf ist DLC, kostet extra. Alter, das wär's, ne? Eieieiei. Ja, bloß kein Aufwecken. Kann ich da irgendwie rüberspringen jetzt? Was ist denn hier los? Irgendwie... Ah, okay, jetzt geht's wieder. Okay, alles gut. Ich kann in der Hocke springen. Das ist richtig gut. Hallo, Özwar. Moin. Grüß dich. Ein wunderschön. Tja, was machen wir jetzt? Hier rechts runter und da. Ich glaube, wir müssen hier drauf. Boah, ey. Ohne Scheiß. Ich schwöre euch, die wachen gleich alle auf, ne? Alles gut. Alles ist gut. Imorg, ein wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Hi. Digga, bist du noch in der Hocke? So, jetzt. Eieieiei, das war haarig, Leute. Wir haben zumindest mal grob überlebt. Ja, easy. Vor allen Dingen easy, aber doch, Digga. Wenn nur ein einziger aufgewacht wäre, der hätte alle anderen aufgeweckt dann. Ah, ein Benzintank. Entzünden? Wollen wir das? Naja, das machen wir jetzt nicht, oder? Soll ich den entzünden schon? Okay, ich habe ihn nicht entzündet. Zum Glück ist keiner aufgewacht, Leute. Alles klar, was haben wir hier noch? Ich, aber wir könnten die schon irgendwie abbrennen, ne? Na klar, rein, da sagt Next. Ja, ey, bist du verrückt, oder was? Guten Morgen, XYZ. Grüß dich, Hallöchen. Ja, pass mal auf, ich nehme nochmal das Fass. Wir können es versuchen. Wir können es versuchen, aber wir müssen, glaube ich, dann echt rennen. Jetzt sind die alle aufgewacht, ne? Aber ein paar haben wir gekillt. Ich weiß nicht, ob das extra Punkte bringt. Ich verpiss mich mal schnell. Oh mein Gott! Schnell hier hoch. Okay, alles ist gut, Leute. Hier nochmal ein bisschen scannen. Ja, also die Zombies scheinen hier echt nicht so clever zu sein, ne? Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. So. Müssen wir hier rüber? Ja, gut. Also das mit dem Jump'n'Run, mit dem Springen, das klappt schon alles wunderbar. Das einzige Problem ist halt, wir müssen echt auf unsere Ausdauerleiste aufpassen. Auf die müssen wir aufpassen. Ich glaube, es wäre ganz praktisch, wenn wir die leveln, ne? Wenn wir unsere Ausdauer ein bisschen leveln. Da hinten ist ein riesiger Staudamm. Hier geht's weiter, Leute. Wir gucken natürlich, dass wir hier immer schön Gemüse ernten. Wenn wir hier irgendwas sehen, wie Pflanzen oder so, nehmen wir alles mit. Ich habe mich kurz verabschiedet von meiner besseren Hälfte. Ich muss jetzt arbeiten. Ja, zack, war die Ausdauer im Arsch. Dann bin ich runtergefallen. Ja, ist leider so. Hallo, hallo, Atzenfall. Grüß dich.
Ist einfach ein mega Game. Ich verstehe die ganzen Hate nicht von den Testern. Hab angefangen, 30 Minuten gezockt. Bin beim Zocken eingeschlafen. So mitreißend ist das Game. Nein, Joke. War 6 Uhr bis 6.30 Uhr. Seit 6.30 Uhr wach. Und hab 21 Uhr angefangen. Alter, krass. Ich finde das auch. Ich finde es, also, keine Ahnung. Ich kann noch nicht so viel dazu sagen, ne? Wir spielen ja erstmal ein paar Minütchen hier. Okay. So, dann lass uns hier rüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, alles klar. Das hat jetzt schon mal nicht funktioniert. Wie machen wir das denn am besten? Sind wir jetzt wieder außen rum? Nee, wir kommen hier wieder hoch. Ja. Einfach springen oder was? Oder? Ich habe keine Ahnung. Okay, so weit, so gut. Ich kann aber nicht hier über die Liane rüber, oder? So. Okay, das hat sehr gut, besser als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Ich weiß halt auch nicht, wie man sprintet. Das ist mein größtes Problem. Ich kann gar nicht richtig wegrennen von den ganzen Zombies. Hier haben wir eine Karte. Guck mal. Also man findet wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob man später noch eine findet. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, lass mal weiter hier lang laufen. Waffe haben wir noch. Was sehr gut ist. Guck mal, hier ist so eine, ein Seil gespannt. Da können wir sicherlich rüber tigern. Mach ab und zu hier nochmal so ein bisschen meine Special View an. Ach, wir rutschen sogar rüber. Hat der Handschuhe an überhaupt? Ich sehe es gerade gar nicht. Ich bin nicht viel weiter als du. Wie gesagt, 30 Minuten maximal gezockt. Ich gucke dir ein bisschen zu, bis zu der Stelle, wo ich war. Und danach wäre alles Spoiler. Ja, alles gut. Alles gut. Erwarte nicht, dass sich hier irgendjemand spoilern lässt, Leute. So, wir könnten jetzt natürlich hier auch rüberspringen. Guck mal, das ist natürlich... Meinst du, wir schaffen das? Das ist schon echt weiter Weg. Ich glaube nicht. Danke für den Follow. Ich glaube nicht, dass wir darüber springen können. Oh, hier ist wieder eine Höhle. Ich bin mal ein bisschen sneaky hier bei solchen Sachen. Ich weiß nicht. Steine können wir nicht aufheben. In so dunklen Höhlen, also Tunneln und so weiter, haben wir ja gelernt, verstecken die sich ganz gern. Aber hier scheint alles clear zu sein. Hoffe ich mal. Oh mein Gott, auf einmal steht da einer. Auf einmal steht da einfach einer. Lass uns ranpirschen, oder? Hat er mich gesehen jetzt? Der guckt auf jeden Fall in unsere Richtung. Ich habe einen Knüppel. Keine Waffe. Ich habe, naja, doch, also eigentlich eine Schlagwaffe, ne? Ja, okay, alles klar. So, dann krieg ich hier einmal auf die Mütze. So, einmal durchsuchen. Der hatte natürlich wieder nichts dabei, ne? Einfach so ein Dude. Wirst du hier in den Bergen als Zombie verwandelt und kommst dich von der Klippe nicht runter. Der hat bestimmt schon Hunger gelitten, der arme Kerl. Okay, hier einmal rüber. Ja, das ist die Uncut-Version auf Deutsch, ist richtig. Also so hat es mir der Entwickler geschrieben, ne? Ich habe es ja vom Entwickler bekommen, vom Publisher, vor 2 Tagen schon. Mit dem Hinweis, dass es die Uncut-Version ist, dass das durchaus gestreamt werden darf, dass es nicht geblockt ist. Ich verlasse mich da jetzt einfach drauf, ne? Boah! Digga, hast du gesehen? Parkour-Punkt freigeschaltet. Richtig gut. Sie haben den Rang ihrer Parkour-Fähigkeit erhöht und den ersten Parkour-Fertigkeitspunkt verdient. Sie können ihn jetzt dazu benutzen, ihre Parkour-Fähigkeit freizuschalten. Ja, das machen wir doch. Ja, das machen wir doch. So, Hochsprung. Guck mal, Alter, das ist natürlich nice, ne? Das ist natürlich nice. Können wir richtig hochspringen? Jazir HD, danke für den Follow. Hallöchen. Ja, machen wir natürlich auch gleich. Gedrückt halten, um höher zu springen. Alles klar, ich kaufe die jetzt ein, ne? Ist sowieso die erste Fertigkeit. Ist in Ordnung. Was hat unser Inventar? Gesundheit. Oh, guck mal. Eigentlich könnten wir nochmal einen Verband nehmen, ne? Ich weiß nicht. Und ich glaube, wir haben auch genug gefunden, um weitere Verbände zu craften. Was ist das denn? Kampfpunkte haben wir noch gar keine. Hinweise brauchen wir erstmal nicht. Tagebuch, Inventar, Fertigung. Also, hier haben wir unser Inventar. Klempnerhammer ist nicht so gut. Wir haben 2 von denen. Pass mal auf, wir machen noch mal ein bisschen hier Arznei, würde ich sagen, oder? Wie viel können wir machen? 1. Nee, oh, 2 Stück können wir machen. Sehr gut. Und ich würde sagen, tatsächlich, ich nehme jetzt auch mal so ein Ding. Na, fast fertig. Kann ja nicht schaden. So, wir sind wieder komplett aufgeheilt. Einen wunderschönen guten Morgen. So. Okay. Da müssen wir hier wahrscheinlich hoch, oder?
Digga, muss ich da jetzt rüberspringen? Nee, warte mal. Ach, hier. Hier habe ich den Hochpunkt freigeschaltet. So, haben wir gleich mal genommen, unseren Superjump. Sehr gut. Es, sag mal, ich dachte, es wäre früh morgens, aber ich glaube, es ist abends. Es wird nämlich dunkel. Digga, ich sehe fast gar nichts mehr. Wir sind auch sehr langsam unterwegs, ne? Ich bin fast runtergeknallt. Leute, wir müssen mehr aufpassen hier in der Zombie-Apokalypse. So, hier geht's hoch. So. Ich höre hier auf jeden Fall Beißer, Leute. Irgendwo hier. Na, ist schon dunkel. Ja, ja. Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Ja, Versteck. Was Besseres werde ich nicht finden. Versteck für die Nacht weiß ich nicht, ne? Guck mal, es kann sein, ist das eine Falle hier oder was ist das? Bin ich im Kreis gelaufen oder ist das eine, haben die hier auch eine Party gefeiert? Du Scheiße, okay, lass mal rein. Okay, wir haben hier einen Benzinkanister, das ist sehr gut, den können wir wieder am Brand stecken. Hallo Plaschi, einen wunderschönen guten Morgen. Was ist das denn? Ah, Kamille, ja, die nehmen wir mit. Ah ja, da oben sind irgendwelche Dudes drin, ne? Ich versuch's mal mitzunehmen. Wir könnten ihn entzünden und irgendwo reinschmeißen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ah, schwierig, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich richtig kräftig bin. Ich glaube, ich habe ganz dünne Zahnstocherärmchen in der Zombie-Apokalypse. Das jetzt oben ins Fenster reinzuschmeißen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich lege das erstmal hier hin. Wir klettern mal hier hoch, ne, oder? Okay, alles klar, alles klar. Die Sendestation sollte hier irgendwo sein. Naja, die Sendestation, aber Digga, weißt du, was hier auch ist? Zomberinos überall! Digga, ist das eine Heckenschere? Ha! Ja, sehe ich! Abgewetztes Hackmesser, nehme ich alles mit. Ich nehme erstmal alles einstecken, Leute. Alles einstecken! Ah, Blutspuren. Ich schleiche hier rum. Ich hoffe, ihr lasst euch davon nicht triggern, Leute. Aber ich bin eher so ein bisschen, weißt du, ich habe halt Days Gone gespielt. Und da sind ja so krass viele Zombie-Horden einfach nur. Da ist man sehr vorsichtig, ne? Aber vor kurzem. Der wurde verschoben. Ah. Gut, probieren wir's. Ein kleiner Geheimgang hier, oder was? Schieb, Junge, schieb! Okay, da ist ein Spalt. Ich würde, bevor wir da reingehen, das machen wir natürlich gleich, würde ich hier gerne noch mal ein bisschen gucken, dass wir hier den ganzen Loot mitnehmen, auf jeden Fall. So, da haben wir Teile. Hier hinten ist auch Kühlschrank. Oh, bitte sei was zu essen drin. Bitte was zu essen! Reis! Ja, sicher! Und Aiol! Das nehmen wir auch mit. Sehr gut, sehr gut. Durch die Tür würde ich jetzt, können wir sowieso nicht durch. Durch diese Tür, das ist die Haustür, würde ich jetzt noch nicht gehen. Ich gehe jetzt mal in diesen Geheimraum. So. Das ist sie. Die Sendestation. Das ist die Sendestation? Ey, Bruder, kann ich das auch wieder zumachen hier? Nee, ne? Okay, wir haben die Sendestation gefunden, Leute. Wir könnten uns jetzt nicht schlafen. Schlafen liegen geht nicht. So, was ist denn das? Wundbrand. Gewöhnliche Machete. Ja, nehmen wir mit. Alles mitnehmen. Können wir wahrscheinlich noch ordentlich pimpen, ne? Mit unseren ganzen Teilen, die wir haben. Ja, soll ich das jetzt schon benutzen oder was? Glaube ja, ne? Lass mal nochmal kurz looten. Schrotflinte wäre natürlich super gut, aber... Ja gut, Elektrikteile haben wir gefunden. Ich setze mich jetzt ran, wir funken jetzt. Es geht los. Nichts. Ich muss es an den Strom anschließen. Wie, was denn für ein Strom? Ah, fuck. Der Strom ist aus. Ja, und wir müssen hier bei Nacht rumpümmeln. Um Gottes Willen. Felix, dankeschön für den Follow. Hallöchen. Ja, die Werbung habe ich keinen Einfluss drauf. Die wird immer geschaltet. Kann ich nichts machen dagegen. Es gibt keine Möglichkeit, die zu deaktivieren auf Twitch. Von Streamer-Seite. Müssen wir alle mit leben. Ich finde das auch ein bisschen doof, aber hey. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. So, pass auf. Leute. Wir gehen jetzt hier raus. Hallo Kete, guten Morgen. Wir gehen jetzt hier raus. Ich mach mal auf die Tür. Die Tür ist abgeschlossen. So, eintreten ist nicht, ne? Eintreten ist nicht. Okay, alles klar. Dann müssen wir hier tatsächlich wieder rausklettern.
Okay. Nee, kletter mal hoch. Bleib mal schön hier oben. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Da ist das Stromhäuschen, denke ich mal. Hey, du kannst mir noch erzählen, was du willst, ne? Hier ist noch garantiert safe. Schalten Sie den Strom ein. Sind doch safe irgendwelche Leute drin, oder? Was zum... Ja, ich hab's mit... Oh, und ich hab die Flasche nicht dabei. Geh rein, Junge! Komm! Das ist nur einer, den könnten wir auch, den könnten wir auch so quetschen. Zwei kriegen wir auch hin. Alter. Was zum Teufel ist das? What the fuck? Ist das da gerade runtergesprungen? Was machst du denn? Lauf doch weg! Keine Zeit, es muss los. Ich bin der Katze hingefangen. Digga, was ist das für ein... Alles klar! Kampfgrundlagen, jetzt geht's ab, Leute. Einige der Gegner nutzen Kraftangriffe, die massive Schäden verursachen und sie von den Beinen werfen können. Wenn ein Gegner einen Kraftangriff vorbereitet, blinkt seine Gesundheitsleiste rot auf. Sie können ausweichen, um Treffer zu vermeiden. Drücken Sie zum Ausweichen die Leertaste, während Sie sich rückwärts oder in eine beliebige Richtung seitwärts bewegen. Okay, alles klar. Digga, ich werde sterben, ne? Ich laufe hier einfach durch. Ich nehme jetzt hier das Ding einfach, weißt du? Oh, jetzt bin ich nicht ausgewichen. Das Fass hat gut gewirkt. Alle sind down. Nur der hier ist noch da, ne? So, und jetzt drauf hier. Bleib stehen. Du Lümmel, kommst du zu mir? Hier ist noch einer. Da ist noch einer. Digga, ich krieg ihn nicht. Er ist so schnell weg einfach nur. Ich bin auch so langsam, weißt du? Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Ah, easy. Oh mein Gott. Alter, wo kommen die denn noch her? Wo sind die denn noch hergekommen? Okay, aber der Knüppel leistet uns echt gute Dienste, ne? Wie sie alle noch leben. So. Also, es sieht irgendwie aber nicht uncut aus, ne? Muss ich auch mal sagen. Wollte nur mal sagen. Der erste Teil ist immer noch besser. Kann man nicht sagen, Felix? Weiß ich nicht. Feldi? Feldi, meine ich. Ich durchsuche die jetzt erstmal alle hier. Oh, Alter. Das war knapp. Ah, doch, hier ist was geplatzt auf jeden Fall. Hier ist was vom Kopf geplatzt. Okay, guck mal hier nochmal rein. So, wir haben alles gelootet. Ich bin natürlich schwer verletzt. Hier ist was vom Kopf geplatzt, aber ja gut. Okay, gehen wir hier mal rein. Erst töten, dann looten. Ja, ich dachte, ich hab sie schon alle. Ich mach mal auf hier wieder. Okay, okay, okay. Alter, ne Axt. Ja gut, ich denke mal, wir werden jetzt nicht so viel geschnetzt sehen, weil ich habe natürlich eine stumpfe Waffe, ne? Ich habe hier so ein, weißt du, vielleicht sollten wir die Axt nehmen, aber die ist natürlich auch schwächer. Aber die ist nicht viel schwächer. Guck mal, da steht keine Zahl dran. Ich nehme die mal mit erstmal. Abgewetztes Hackmesser. Hier wäre der Strom, den können wir gleich anmachen. Was haben wir hier noch? Hier sind noch Teile. Okay, alles gut. Aber das Haus ist auch aufgegangen. Das ist natürlich richtig, richtig gut. Lass mal ganz kurz ins Inventar reinschauen. Also, das hat abgewetztes Hackmesser. Stufe 1, 18 Schaden, 13 Schaden. Ja, das ist halt alles Kacke. Wir bleiben bei der Keule. Ob ihr wollt oder nicht, wir bleiben bei der Keule. Die ist einfach besser, verstehst du? So, los geht's. Was ist denn hier los, Plaschi? Das passt doch gar nicht zum Spiel, ein Hühnertanz, ernsthaft? Okay, okay, wenn du so willst, machen wir's. Oh mein Gott, guten Morgen, Leute. Ich hoffe, ihr habt alle ausgeschlafen. Party am Morgen hier, mit Zombies und so weiter. Alles Klärchen, Bärchen. Plaschi, der alte Glückspilz. Ja, löst wieder das teuerste ein hier. Dankeschön, mein Lieber. Einen wunderschönen guten Morgen. Okay, 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 okay.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir machen jetzt den Strom an, Leute. Es geht los, es geht los. Trax Max! Ha! Bruder! Vielen, vielen Dank, Trax Max! Unser Tätowierer ist wieder am Stissel. Was so? Du bist doch der Tätowierer gewesen, oder? Moin, mein Lieber! So, wir müssen jetzt Strom anmachen hier. Sonst werden wir hier nie fertig. So, Dankeschön. So, okay. Ziel aktualisiert. Jetzt haben wir mehrere Probleme. Also erstmal geht hier überall Musik an und Strom. Das heißt, wir werden wahrscheinlich ganz gut auf uns aufmerksam machen hier. Ne? Da müssen wir mal schauen, wie wir damit umgehen. Ich mach die Tür zu. Haltet mich für Feigling. Ich mach die Tür zu. Alter, richtig verwesen. Alter, was ist das hier? Eingeweide, Knochen, Fliegen. Jede Menge Fliegen sind noch am Start. Da schon ein bisschen eklig, ne? Kann ich da nicht ran? So, von hier aus geht's. Eieiei, richtiger Matschehaufen. Nom, 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 nom. So, schauen wir hier mal rein. Da ist zu. Okay, okay. Ah, Strikey. Direkt in die Schüssel. Milch drauf. Einmal umrühren. Okay, hier ist Musik an. Ah, alles klar. Da waren wir vorhin auf der anderen Seite. Und ohne Scheiß, ich würde am liebsten die Mucke ausmachen. Aber gut, können wir nicht. Dann lass uns mal hier rein. Wieder hinter den Schrank. Alter, jetzt mit fetter LED-Leuchte. Was haben wir hier? Sicherheitszonen. Sie haben gerade die erste Sicherheitszone freigeschaltet und damit ihr Netzwerk an Wiederherstellungspunkten erweitert. Alle Sicherheitszonen mit UV-Lampen sind hier ausgestattet. Wodurch die Sichtbarkeit bei Nacht gewährleistet. Die Sicherheit bei Nacht gewährleistet ist. Haben Zombies Angst vor UV-Lampen? Ist das so? Aha, okay. Und dann steht hier noch, zudem bietet jede Sicherheitszone Zugang zu einem Ruheplatz, Bett-Symbol, an dem sie Tag- und Nachtphase wechseln können. Okay, pass mal auf. Der hat ja gesagt, wir sollen den funken, anfunken, aber wir sollen den am Morgen anfunken. Jetzt ist natürlich abends, das heißt, wir müssen eh nochmal schlafen. Was ist denn das hier? Ah, ein Versteck, verstehe. Hier können wir Sachen... Na, pass mal auf, das machen wir auch. Ich werde mal so ein paar Sachen rüberpacken. Wir behalten mal eine Ersatzwaffe auf jeden Fall noch. Handschuhe behalten wir an. Was ist das denn? Ach, das sind meine Ressourcen. Ja, gut. Die würde ich erstmal alle behalten, weißt du? Die würde ich erstmal alle behalten. Eieieiei. So. Funken bringt uns noch nichts. Wir müssen erstmal bis morgens warten. Ich finde es halt kacke, dass die Musik an ist, aber so ist es halt. So, wir warten bis Tagesanbruch. Ach, die sehen das UV-Licht nicht, oder was? Ah, okay, Augury. Aiden! Aiden, Baby! Und Joker, hallo, aber, grüß dich. Jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Aiden! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Danke, sehr, sehr gut. Ich hoffe dir auch, mein Lieber. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot. Du spinnst. Guck mal, das ist bestimmt schon 15 Jahre her. Wir sind noch Kinder. Jetzt. Shh. Alles wird gut. Oha, guck mal. Alle rasiert auf dem Kopf. Ist das die... Wartet hier. Onkologie vielleicht? Ich weiß es nicht, Leute. Gruselig ist das schon, oder? Ist mal ganz ehrlich. Warum haben die alle keine Haare? Das wird doch nichts. Hast du 12, 3, 4, 6 dabei? Wir sollen die Patienten zurück in die Stadt bringen. Patienten. Experimente. Aidy, ich habe Angst. Ich bin bei dir. Bei mir bist du sicher. Tu
was ich sage. Ganz ruhig. Siehst du, Schwester? Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Die 947er, Leute. Hallo, Shimi, guten Morgen. Nicht ihn! Nach mir! Game ist mega, was soll ich sagen, Digga? Macht Spaß. Richtig gut. Spielzeit Singleplayer, ne? Ist ja eigentlich für Vierer Koop ausgelegt auch, aber... Das so eigentlich ganz gut, wie ich spiele. Dr. Watts, wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte. Hallo, Vengsi und Liocha, grüßt euch. Hi. So, ich halte mal die Schnauze jetzt hier in der Szene, ne? Feuer! Feuer im Labor!